Was geht ab, liebe E-Bike-Fans? Ich bin Lennart von eMotion und wir stehen heute auf den Giant-Händler-Tagen gemeinsam mit dem Alex und wir werden uns jetzt mal ein absolutes Topmodell von Giant anschauen. Und zwar, der Name ist so geil, dass ich mir den hier erstmal anschauen muss. Wir stehen hier gerade vor dem Trans X Advanced E Plus EL. Alex, geiler Name schon mal. Was kannst du uns zu dem Bike erzählen? Was ist so die Besonderheit, wenn das natürlich auch euer Topmodell ist? Ja, ein bisschen kryptischer Name, der sich aber relativ leicht entschlüsseln lässt. Hier geht es darum, den Fokus auf das EL zu bringen. EL steht für Electric Light, E-Light. Sprich, dieses Bike ist unsere Antwort auf den aktuell boomenden Trend der Light-E-Bikes. Und dieses Light-E-Bikes, also das Leichte, das spielt sich dann wahrscheinlich auch bestimmt in den verbauten Materialien wieder. Ne? Also im Rahmen, was habt ihr da für Material benutzt? Genau, also bei der ganzen Serie setzen wir sowohl beim Hauptrahmen als auch beim Hinterbau auf eine Konstruktion aus Carbon, um einfach hier auch nochmal das Gewicht zu drücken. Ja, so dass wir ein Gesamtgewicht von knapp 19 Kilo bei den Bikes erzielen können. Ich glaube, gerade in den Bereichen seid ihr auch vor vielen Jahren Vorreiter gewesen, was den Einsatz dieser Technologien angeht. Und das habt ihr über die letzten Jahre auch, glaube ich, noch mal enorm verfeinert, ne? Was das Ganze anbelangt. Genau, richtig. Also wir arbeiten bereits mit dem Material Carbon seit weit über 30 Jahren, haben da, glaube ich, eine branchenführende Expertise drin. Und jetzt auch ziehen wir mehr und mehr die Carbon-Technologien in den E-Bike-Bereich nach. Sehr interessant auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt einfach mal direkt zu dem, wenn du schon sagst, Top-Modell, welche Top-Komponenten, technischen Komponenten erwarten uns denn in diesem Bike? Ja, also hier haben wir uns wirklich gedacht, alles, was High-End, was High-Performance ist, muss an dieses Bike dran. Angefangen von der Suspension. Wir sind hier bei einem Factory-Fahrwerk aus dem Hause Fox, das als Besonderheit über die LifeWave-Elektronik verfügt, sprich eine elektronisch gesteuerte Druckstufendämpfung, sodass der Fahrer wirklich sich keine Gedanken über die richtige Federung oder die richtige Federwegsabstimmung machen muss. Das übernimmt alles das Bike für sich. Wir haben Carbonlaufräder von Zippen, wir haben eine Carbonlenker-Vorbaueinheit verbaut, eine Fox Factory Sattelstütze, genau, und natürlich einen Funkantrieb aus dem Hause SRAM. Du hast mir anfänglich gesagt, das ist das Topmodell der Serie. Aber was zeichnet denn auch noch die anderen Modelle der Serie aus? Wo sind da Gemeinsamkeiten? Was kannst du uns dazu erzählen? Ja, also das Besondere bei der EL-Serie ist einfach, dass wir geguckt haben, wo können wir effektiv Gewicht einsparen, ohne das E-Bike-Fahrerlebnis zu reduzieren. Wir verbauen einen kleineren Akku mit 400 Wattstunden im Unterrohr, der fest verbaut ist, und haben ein spezielles Motor-Setup auf unseren 85 Newtonmeter Motor gebracht, sodass das Drehmoment in den vier Antriebsstufen reduziert wird, aber in der obersten Unterstützungsstufe immer noch die maximalen 85 Newtonmeter liefert. Und im Unterschied zu der anderen Modellreihe innerhalb der Trans-Serie verbauen wir ein Mallet-Setup. Sprich, wir haben ein 29 Zoll Vorderrad gepaart mit einem 27,5 Zoll Hinterrad, sodass nicht nur das Gewicht reduziert wird, sondern gleichzeitig auch der Rahmen kompakter konstruiert werden muss, was für ein agileres, wendigeres Fahrverhalten im Trail sorgt. Und wenn wir jetzt mal überlegen, für welche Art Fahrer ist denn diese gesamte Modellreihe geeignet? Wer wird damit glücklich, wer wird damit Spaß haben? Wir sprechen hier eigentlich genau den Mountainbiker an, der bisher keine Lust auf ein E-Bike hatte, dem E-Bikes bisher zu schwer, zu klobig, zu unhandlich waren. Genau für diese Leute ist das Trans X Advanced E Plus EL geeignet, um die wirklich eines Besseren zu belehren, dass auch E-Bikes im Trail richtig viel Spaß machen können und wie ein echtes Mountainbike zu fahren sind. Jetzt habe ich gerade gesehen, 400 Wattstunden in der gesamten Serie verbaut. Ist das nicht echt ein bisschen wenig, wenn man sich heutzutage anschaut, dass die Akkulaufzeiten, Akkuwattstunden hin bis zu mittlerweile 800 Wattstunden gehen? Ja, muss man natürlich genau für sich selber entscheiden, ob das Richtige für einen ist. Wir haben nach wie vor natürlich unsere Full-Power-Version des Trans X Advanced oder auch der Alu-Version des Trans X mit 800 Wattstunden im Lineup. Hier haben wir wirklich bewusst auf Akkukapazität verzichtet, um einfach das Gewicht zu drücken. In dem Akku steckt das meiste Gewicht. Daher sagen wir, ein leichtes E-Bike geht nur mit reduzierter Akkukapazität einher. Trotzdem sind wir der Meinung, dass 400 Wattstunden eine Dicke ausreichen. Vor allem, man hat hier auch noch die Möglichkeit, einen Range Extender zu montieren. Der liefert nochmal 200 Wattstunden extra ins System, sodass man bei einer potenziellen Gesamtkapazität von 600 Wattstunden landet. Also sollte auch für lange Trail-Ausritte absolut ausreichend sein. Alex, vielen Dank für die Bike-Vorstellung. Wir haben hier leichte, sportive Bikes für sportliches Fahren.
Ja, Hochleistungs-E-Bikes auf jeden Fall. Wenn ihr jetzt auch mal Bock bekommen habt, das Bike Probe zu fahren, euch anzuschauen, euch ganz individuell dazu beraten zu lassen, dann meldet euch sehr gerne mal bei einem Emotion Shop in eurer Nähe, fragt das Bike an und lasst euch individuell beraten, macht eine Probefahrt. Alex, vielen Dank dir nochmal für die Bike-Vorstellung, ja, hat gerne. Großen Spaß gemacht. Mir bleibt jetzt nur noch übrig zu sagen, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.